Moin Moin zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und wie ihr seht, bin ich zwar im Wald unterwegs, aber ich bin am Bärensee. Bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt so stimmt, was ich da sage. Bärensee, glaube ich. Und zwar in Stuttgart-Leonberg. Und hier ist immer die Hölle los. Also egal, ob es schön oder nicht so schön ist. Wetter. Ich meine, ihr seht, dass es nicht so der Renner wird. Also nicht so wirklich warm. Es ist, glaube ich, 17 Grad oder so. Aber trotzdem, hier ist immer die Hölle los. Und ich habe mir gedacht, ich fahre mal kurz zum Klemseck, werde dann einen Kollegen besuchen. Und von dort aus geht es wirklich weiter. Eine kleine Runde nochmal machen. Wie ihr jetzt seht an dem Lenker, habe ich ein bisschen was umgebaut. Also ich habe einmal die Handyhalterung anders hingestellt oder hingemacht. Ist gar nicht so... Ich habe am Anfang gedacht, wenn ich es so hinschraube, komme ich nicht mehr ans Tanken hin. Aber ich komme ans Tanken hin, und zwar immer, wenn ich das iPhone wegmache. Aber das stört mich jetzt weniger. Für mich ist es so besser zum Handhaben. Und was ich auch geändert habe, ist sozusagen mein Lenker wieder. Ich habe wieder umgebaut das Ganze auf den Standardlenker vom Can-Am Ryker und habe den Crosslenker wieder abgebaut. Der Crosslenker ist wirklich top zum Fahren. Ich muss aber sagen, mit dem, ist ja nicht der Sportlenker, aber mit dem Standardlenker finde ich den Ryker eigentlich, oder ich muss nicht eigentlich sagen, aber ich finde ihn einfach viel, viel attraktiver, würde ich jetzt, ein cooles Wort, ja, aber passt nicht so ganz, glaube ich. Aber es sieht einfach sportlicher aus und deshalb habe ich mich auch nochmal umgebaut. Vom Fahren merke ich jetzt schon nochmal wieder einen Unterschied, gerade bei vielen Kurvenfahrten, aber bei mir geht Optik oft vor und ich kann nicht mit was rumfahren, was mir einfach nicht gefällt, so richtig auf Dauer. Ich habe ein Video dazu gemacht, ich werde es auch noch rausbringen, werde es aber nachvertonen, weil, naja, ich habe den Ton ein bisschen versaut, es war viel Wind draußen, konnte es leider nicht in der Garage machen, aber es stört ja nicht. Ich werde es auf jeden Fall online bringen, das Video, ich werde jeden einzelnen Schritt erklären, dann wisst ihr auch noch, wie ich es umgebaut habe. Ist nämlich überhaupt kein Hexenwert. Sind trotzdem eine halbe Stunde ungefähr, was man braucht, also es ist wie es ist, ne? So, jetzt müsste ich doch bald am Klemseck sein. Übrigens, hier in der Nähe ist auch dann, oh je, so hier in der Nähe ist auch wieder, also typisch hier ist auch ein bisschen eine Rennstrecke. Mein Überholverbot, überholen, top, läuft. Hier, die Jungs, die flitzen hier meistens so ein bisschen durch. Ich bin da außen vor, weil mich das einfach nicht interessiert. Aber wenn man jetzt hier geradeaus weiterfahren würde nachher, dann kommt man irgendwann zum ADAC-Übungsplatz in Leonberg. Vielleicht kennen die ein oder anderen den. So, herrliches Wetter, nicht so warm, nicht so kalt, würde ich sagen, zum Fahren, einwandfrei. Bin jetzt auch gerade gut 20 Minuten über die Autobahn gefahren und das ohne Windschild. Das funktioniert einwandfrei, würde ich sagen, aber wenn ich, glaube, größere Touren mache, dann brauche ich ein Windschild. Und wie ich sehe, habt ihr auch so ein von Pugi oder Pugi, irgendwie sowas gibt es im Windschild. Und es gibt ja das Originale von Can-Am. Mich würde interessieren, das Can-Am habe ich ja immer Starter dran, das kann ich ja nicht einfach so abbauen. Ist das Pugi genauso, wie man es auch ausspricht, ist genauso? Also ich schraube das einmal fest und kann es dann nicht mehr abbauen. Oder kann ich das abbauen? Das wäre mal interessant von euch zu erfahren, die dieses Windschild auch benutzen. Weil, ja, ich habe keine Lust, das irgendwie die ganze Zeit dran zu lassen. Ich muss sagen, beide gefallen mir, haben beide ihre ja, wie soll man sagen, Daseinsberechtigung im Sinne von stylisch und optisch. Ich glaube, da habe ich auch schon rausgefunden hier, die einen sagen, es sieht hässlich aus, die anderen sagen, es geht. Ich muss sagen, ist okay. Beide sehen gut aus, sind für mich nicht der Renner, aber für mich sind eh, ich würde jetzt mal so behaupten, diese ganzen Windschilde eh nicht so der Renner. Da hat er übrigens der ADAC übrigens Platz. Und, guck mal, da ist sogar ein bisschen Motorrad da hinten. Da machen sie bestimmt Übungsfahrten, Motorrad. Also für mich sind beide nicht der Renner. Aber, ich finde, die haben einfach was beim Langfahren. Und ich glaube, beim Fahren über die Autobahn, das wirklich ein, zwei Stunden geht und
da gehen meine Pfannen auch demnächst hin. Da brauche ich dann wirklich so ein Windschild. Ich glaube, es macht es deutlich angenehmer. So, jetzt müsste ich glaube mal hier links fahren und dann müsste ich glaube ich schon am Klemseck sein. Das ist ja der Wahnsinn. Wo sitzt jetzt der Marco, ne? Marco sitzt irgendwo hier. War schon lange nicht mehr hier. Eigentlich noch nie. Ich würde sagen, hier mache ich mal einen kurzen Break an der Stelle. Ja, und wir sehen uns später. So, meine Freunde. Für mich war der kleine Besuch vorbei. Ich habe ein bisschen Motorräder dazu geguckt, wie sie, naja, ein bisschen schneller über die Straße gingen. War mal ganz interessant. Gute Gespräche gehabt mit unserem Kollege. Und ich habe ihn auch eingebaut. Ich werde ihn einbauen ins Video. Er ist mit seiner Spider vorbeigefatzt und schon ein geiles Gerät, dieses Spider F3 oder F3S, ne, nennt sich's ja. Ist schon, ja, kann man schon neidisch werden, finde ich. Haben beide was natürlich, klar, der Reiger hat was und der Spider hat seine Vor- und Nachteile, aber ich finde, sind beide Top-Maschinen von BRP und würden nicht andere Projekte dran stehen, würde ich sogar noch sagen, vielleicht sogar die F3S holen, aber ich bin mit meiner Reiger zufrieden und so soll es sein, ne? Was ich noch für ein Thema habe, ist wirklich ganz wichtig, weil diese Spiegel hier, ich finde, die passen nicht so richtig zum Reiker und ich habe mir überlegt, hier neue zu holen, aber ich weiß nicht, habt ihr schon welche probiert oder könnt sogar welche empfehlen? So richtig gefällt mir noch kein Spiegel im Internet, den ich bei, sagen wir mal, den bestimmten Herstellern gesehen habe. Ich würde gerne aber ein paar tauschen, weil ich einfach sage, ist nicht so das Reine irgendwie. Und ich bin da noch am Überlegen, ob ich die Spiegel hier so lasse oder nach unten stelle so ein bisschen. Sieht ein bisschen cooler aus, finde ich. Also es hat mehr. Für mich zumindest. Diese Spiegel und dieser Griff hier vorne, die haben, ja, das passt schon irgendwie, aber irgendwie, ich weiß nicht, ich will es irgendwie aufpeppen. Versteht ihr, was ich meine? Das ist schwer zu erklären, aber mal kurz einen Reißverschluss hier zumachen. Also heute läuft es mal wieder bei mir. Also die Spiegel, vielleicht habt ihr da irgendwas Cooleres, eine Idee. Und vielleicht eine Idee, vielleicht auch eine Idee, die wegzumachen, ne? Würde vielleicht sogar funktionieren, ne? Oh, da bewegt sich sogar. Also das wäre noch so eine Idee, das Thema zu machen. Spiegel, Windschild, was wir vorhatten. Ja, gut, wenn ich das Windschild hier hin mache, halt, ne, dann kommt es nämlich hier rein in diese Schrauben. Also hier kommen, hier kommen ja die Schrauben rein für das Windschild. Und dann hat es irgendwie, hat was, aber hat auch irgendwie was, naja, was anderes. Ich muss es mir echt überlegen, mal angucken. Vielleicht auch eure Kommentare abwarten, was ihr da so sagt. Ob sich das Ganze lohnt. Also schreibt es mir mal unten in die Kommentare rein, ob es sich wirklich lohnt. Ein Umbau vielleicht als Pookie oder Pook oder wie es auch immer heißt, oder das originale Can-Am zu nehmen. Und vielleicht auch so Spiegel. Vielleicht habt ihr da eine Idee mit so ein paar Spiegel. Und ob ihr die Handgriffe, also diese Griffe dran lassen würdet oder wegbauen würdet, würde mich auch mal interessieren. Hat bestimmt auch was ohne. Für mich war es am Anfang immer so ein bisschen ein Schutz gegen Fliegen oder so und gegen den Wind so ein bisschen, aber ich muss schon sagen, es bringt schon was. Aber ich will es halt ein bisschen aufpeppen. Ja, ich würde sagen, in dem Video war es auch schon wieder. Ich blende euch jeden Fall das Video vom Marco ein mit seiner Spider. Bis dahin, haut rein, lasst ein Abo da, Daumen nach oben nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal, euer Alpaka. Ciao, ciao. Every time we say goodbye, they all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break a thousand times.